Alright, Freunde, lass uns reingehen in Reaction. In, von einem Kanal, wo wir noch nie drauf reagiert haben. Aber ich hatte bei Gnu ganz kurz, mini kurz reingeguckt, weil sie auf das Video drüber gesprochen hat. Und das klang sehr interessant. Und deswegen dachte ich so, ey, lass uns auch zusammen reingehen. Und zwar ist es vom Kanal Brust raus, Gym Talk, die Schattenseite der Fitnessindustrie. Und da hab ich Bock drauf. Abfahrt, let's go, rein ins Video. Ich möchte gerne mehr Sport machen und mich besser ernähren. Ich seit immer. Um abzunehmen. Ich seit immer. Mit diesem Satz hat für mich eine sehr lange Reise begonnen und ich bin immer noch mittendrin. Ja, vor allem, weil man irgendwann checkt bei dieser langen Reise, Alter, das ganze Ding Ernährung und Sport und alles ist ja übertrieben die Wissenschaft. So übertrieben die Wissenschaft. Aber lass reingehen, Freunde. Auch wenn ich in einer sehr interessanten Sitzposition bin, die saugemütlich ist. Aber bevor ich euch von dieser Reise erzähle, hier erstmal eine Triggerwarnung. Es wird nämlich teilweise um Essstörungen gehen, das eigene Körperbild und alles rund um Sport und Ernährung. Wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt oder sie euch triggern sollten, bitte ich euch an dieser Stelle, das Video nicht alleine weiterzuschauen oder wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Meine erste Diät habe ich mit 13 Jahren gemacht. Als Kind war Boah, das ist zu früh. Also jetzt no hate an sie, aber also als Kind weiß ich es ja nicht, aber ich finde, mit 13 sollte man keine Diät machen. Mit 13 sollte man vielleicht, wenn man stark übergewichtig ist oder stark untergewichtig, sein Essverhalten anpassen, aber keine Diät machen. Ich immer sehr dünn und habe dann in der Pubertät zugenommen. Das wollte ich ganz schnell ändern. Also habe ich angefangen, sehr wenig zu essen und sehr viel Sport zu machen. Das sah dann teilweise so aus, dass ich an einem ganzen Tag ein Knäckebrot mit Frischkäse und Gurken gegessen habe. By the way, nicht gesund, mir ging es damit nicht gut. Ich habe Homeworkouts gemacht, mir ein Heimtrainerfahrrad ins Zimmer gestellt und im Sportverein war ich auch. Das habe ich dann ein paar Monate so gemacht und irgendwie mein damaliges Ziel erreicht. Dass das nicht die gesündeste Methode war, weiß ich heute. Dann war ich aber auf einmal umgeben von dicken Booties auf Social Media und Kim K mit ihrer Hourglass-Figure. Und plötzlich fand ich mich nicht kurvig genug und mein Po war mir auch viel zu klein. Also habe ich Homeworkouts für einen größeren Hintern und einen flacheren Bauch gemacht. Und dann fällt einem schnell auf, warte mal, ich kriege ja niemals so einen Po hin wie Kim Kardashian, weil der ist halt operiert. Und mir Ernährungstipps dafür geholt. Wirkliche Ergebnisse habe ich davon nicht gesehen. Ich habe es immer wieder versucht, aber war eigentlich jedes Mal frustriert. Dann habe ich mir die ersten Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Ein Fitnessbuch mit Tipps zum Abnehmen, neue Workouts. Und es hat sich wieder nichts getan. Dann kam Corona, ich habe mich weniger bewegt und mehr gegessen, ergo, ich habe zugenommen. Also habe ich mit dem Kalorienzählen angefangen. Da dachte ich, geil, ich kann ja essen, was ich will, ich muss es ja nur abwiegen. War dann aber gar nicht mal so geil für mich, irgendwann konnte ich nicht mehr. Boah, ich muss sagen, Kalorien tracken, ne? Ich habe es ja auch eine Zeit lang gemacht, es hat mich so genervt irgendwann. Es ist saueffizient. Ich fände es für mich sau effizient, weil du dann einfach weißt, wie viel du isst und und wie viel Kalorien du jeden Tag zu dir nimmst. Jetzt esse ich halt einfach, wie es sich richtig anfühlt. Auch ein bisschen zu viel Süßigkeiten esse ich. Aber alles im gesunden Maße noch. Weil mich das extrem gestresst hat, jede Mahlzeit auf die Waage zu stellen. Zeit ist vergangen, ich habe mich im Gym angemeldet, bin 10.000 Schritte am Tag gelaufen, habe mein Proteinpulver gesnackt, Zucker durch Süßungsmittel ersetzt und habe wieder abgenommen. Begleitet haben mich dabei vor allem Videos auf Instagram und TikTok und das ein oder andere Fitnessbuch. Und was das für Auswirkungen haben kann, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Was hat es mit Gym Talk auf sich? Welche Tipps sind hilfreich? Welche gefährlich? Und wie beeinflusst... Ganz kurz mal, ich weiß nicht, wie es fühlt, aber sie hat eine unfassbar beruhigende Aura. Checkt ihr, was ich meine? Hier steht zwar fuck off, aber sie hat eine sehr beruhigende Aura. Und wie nennt man das hier, wenn hier das hier so sehr, 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 also Aura im Sinne von, wie sie redet und wie sie Ausstrahlung und sowas, aber auch gleichzeitig so ein sehr hübsches Gesicht, aber so ein eigenes hübsches Gesicht, so, wie schön. Wollte ich nur mal sagen. Darüber sehr schöne Wangenknochen, ja. Da habe ich mit Dr. Julia Fischer gesprochen. Sie ist Ärztin und Journalistin und gibt zum Beispiel bei ARD gesund Tipps, wie man fit und gesund bleiben kann. Ich liebe Sport. Sport ist großartig. Ich würde es auch jedem empfehlen. So, es gibt wirklich einfach nichts Besseres für die seelische Gesundheit, für die körperliche Gesundheit, für die Prävention von Krankheiten. So, es ist einfach, Sport ist geil. Voll. Aber vor allem viele Muskeln haben, klingt jetzt sehr ego-macho-mäßig, aber viele Muskeln haben, ist einfach vor allem für so altersbedingte Krankheiten so ein Gamechanger. Also das lässt dich einfach, okay, das lässt sich nicht, es kann dich einfach länger leben lassen. Es kann auch nicht sein, aber es ist sehr gesund.
Es ist natürlich eng damit verknüpft, dass viele treiben Sport nicht unbedingt aufgrund des gesunden Effekts oder weil es ihnen damit besser geht, sondern oft geht es auch einfach darum, gut auszusehen, ne? Und irgendwie Kalorien zu verbrennen, abzunehmen. Ich würde sagen, wie immer, let's go! Und damit sind wir bei heute angelangt. Ich gehe nach wie vor ins Fitnessstudio und das richtig gerne, denn ich liebe es, wie ich mich durch das Training fühle. Aber bei meiner Ernährung merke ich, dass ich bei allem, was ich esse, ständig daran denken muss, ob ich jetzt dadurch zunehme, ob ich damit meine Kalorien überschreite und oder ob es mir beim Muskelaufbau hilft. Ja, Thema Ernährung ist echt so ein großes Ding. Ich habe jetzt wieder angefangen mit einer Sache, Freunde. Habt ihr letztens auch schon im Stream einmal gesehen. Ich will euch eine Sache zeigen. Ist jetzt auch kurz Werbung, weil ich habe da einen Code bei ESN, aber das ist für mich, ich will euch nur berichten, was ich mache und ihr könnt es ja auch machen, müsst ihr aber nicht. Ich will nur sagen, eine Sache war für mich ein kleiner Gamechanger und zwar, es ist teuer, aber es ist für mich ein Gamechanger, ihr könnt es auch selber mixen und zwar trinke ich jeden Tag einen von denen hier. Ich habe jetzt alle leer, ich habe mir heute neue bestellt, jetzt sind alle leer. Ist gerade Hashtag Werbung, weil ich habe einen Code TJ bei ESN, dann kriege ich eine Provision. Nee, aber ich trinke, ne? Oh, geil! Ich habe heute noch Lemon Ice Tea bestellt. Jetzt ist es ausverkauft. Nee, aber ich trinke immer einen von diesen Shakes und dadurch habe ich halt schon ein paar Proteine in mir, weil es so ein Proteinshake halt ist, aber schmeckt halt wie Eistee. Und du bist ganz gut satt und dann merke ich immer so, dass ich so eine halbe Mahlzeit am Tag so weniger brauche. Ist nur, wie ich das mache, wie ich mich fühle, müsst ihr nicht nachmachen. Ich finde es für mich geil. Falls ihr es nachkaufen wollt, Code TJ. Den gibt es aber auch in günstiger. Warte, den gibt es auch in günstiger. Und zwar, wenn ihr euch einfach ein Whey Isolate kauft, dann habt ihr da viel mehr von. Da bekommt ihr dann 900 Gramm für 50 Euro. Und wie viel kann man damit machen? Man nimmt immer 30 Gramm davon, also einen Löffel. Dann habt ihr 40 Portionen? Ich glaube 40 Portionen, oder? 30, okay, sorry. 30 Portionen. Und ne, dann ist ein bisschen mehr als ein Euro, Euro 40 oder sowas ist es dann, glaube ich, so pro Shake. Aber ich brauche ein bisschen weniger und ich habe Proteine. Das ist für mich mein Gamechanger, dass ich weniger esse. Und jetzt gehen wir zurück zum Video. Wollte ich nur kurz sagen, was mein Gamechanger im ich will ein bisschen weniger essen ist. Und es funktioniert schon ganz gut. Zu fragen, ob es meinen Körper... Trotzdem trinke ich auch manchmal noch... Cola. Panert, mich satt macht oder gesund ist. Obwohl ich also auch Erfolge hatte und mir der Sport Spaß macht, hat das Ganze definitiv nicht nur gute Spuren bei mir hinterlassen. Für mich waren Fitness und Ernährung leider keine Tools, um gesünder zu werden. Durch Social Media, aber jetzt wieder zurück zum Video, Freunde. Influencer, Schönheitsideale und überhaupt die Fitnessindustrie ist der Fokus, gesund zu sein, für mich noch mehr verloren gegangen. Und auch wenn wir uns heute vor allem die Gefahren von Social Media in Bezug auf Sport anschauen, ist definitiv ebenfalls sehr wichtig zu schauen, wie das Ganze auch helfen kann. Es ist auch klar erwiesen, dass solche Videos durchaus einen positiven Einfluss haben können, dass sie einen also inspirieren, dass sie einen motivieren, dass man überhaupt erst auf die Idee kommt, Sport zu treiben oder sich gesund zu ernähren, dass man auch sieht, wow, okay, die macht diese und jene Übung, ah, das macht Spaß. Denn Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig. Und wer sich durch andere motiviert fühlt, Sport zu machen und seinem Körper was Gutes zu tun, go for it. Sei motiviert, gefährlich, und wild. Und wild. Okay, das lassen wir. Auf dem Weg dahin gibt es aber ein paar Stolpersteine. Und ich bin über alle gestolpert. Also ich bin ganz oft hingefallen. Habe mich so richtig auf die Fresse gelegt. Ganz besonders in Bezug auf Social Media. Mit welcher Erwartungshaltung gehen wir an die Sache ran? Welche Vorbilder nimmt man sich? Und vor allem, was macht das Ganze mit dem Körper und wie fühlt es sich an? Denn nur weil euch irgendjemand auf TikTok, FitTok oder GymTok sagt, was ihr zu trainieren und zu essen habt, ist das nicht einfach ein Befehl, dem ihr blind nachrennen müsst oder solltet. Vor allem, wenn Studien wie die der... Ja, deswegen will ich auch mal so vorsichtig sein. Und nur immer aus meiner Perspektive reden und nur Tipps geben, was man machen kann. Aber ich sage immer so, ey, ihr müsst es nicht machen. Ich könnte es auch komplett anders machen. Wichtig. BMC Public Health ergeben, dass fast 2/3 der Fitness-Accounts Fehlinformationen verbreiten. Der Hashtag FitTok zeigt, was professionelle Trainer, aber auch Amateure so ins Netz stellen. Dabei geht es um die Vorstellung und die Funktion von bestimmten Trainingsgeräten. Boah, das ist wirklich so, Alter, Fitness-TikTok, ne? Ich habe so viel Scheiße da schon gesehen, wo ich mir denke, Alter... Und selbst bei Leuten, wo ich denke, die haben Ahnung, denke ich mir, also habe ich schon Videos gesehen, wo ich mir denke, ja Bruder, das ist so verallgemeinernd gerade, was du sagst, das stimmt auch so einfach gar nicht. Ja. Reden, Challenges, Ernährungstipps.
Outfit-Inspiration. Ja. Und Easy-Workouts, die man einfach überall machen kann. Und jeder kann es tun. Dieses No-Excuses-Ding ist. Oftmals ist dieses No-Excuses-Ding sehr wholesome und geil, aber manchmal auch ein bisschen toxic. Aber ein Teil der Fitnessratschläge auf TikTok ist gar nicht mal so cool und gesund. Schauen wir uns beispielsweise mal den Dry-Scooping-Trend an. Hier wird vor dem Workout ein Löffel. Dry-Scooping ist nicht so geil. Da kippst du dir quasi den Booster direkt in den Mund und dann runter. Kannst dich halt mies dran verschlucken und keine Luft mehr bekommen und alles. Und dass sie eine Luftröhre bekommen, den Bums. Für Pre-Workout-Pulver ohne Wasser runtergeschluckt. Dadurch soll man einen Energiepush bekommen oder im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt. Top. Durch das Pulver, was normalerweise im Wasser aufgelöst wird und in kleinen Mengen dosiert werden soll, kann es eben bei so großen Mengen zu Herzrasen und erhöhtem Blutdruck kommen. Deshalb ist es umso wichtiger, vor allem heutzutage, wo 33% der Gen Z bei Gesundheitsfragen eher TikTok als einem Arzt vertrauen, was? Darüber zu sprechen, wie gefährlich solche Trends werden. Okay, das Ding ist aber, es liegt, glaube ich, nicht nur an TikTok, es liegt auch an den Ärzten, weil ich war mit meinem Fuß, wegen meinem Fuß musste ich zum Arzt. Und ich war bei 3 Ärzten und ich habe 3 verschiedene Diagnosen bekommen. Wo ich mir denke, ja, cool, Chance von 300%, dass das stimmt. Toll. Ich weiß immer noch nicht, ob die Diagnose, die ich jetzt bei meinem Fuß habe, richtig ist. Weiß ich nicht. Hoffe ich mal. Weg ist es noch nicht. Ich nehme jetzt so eine Creme, aber irgendwie funktioniert die auch nicht so richtig. Und irgendwie, also wenn 3 verschiedene Ärzte mit 3 verschiedenen Sachen sagen, ja, dann truste ich auch irgendwann nicht mehr so, ne? Können. Und ja, Fehlinformationen über Fitness gibt es auch außerhalb von Social Media. Nur, dass viele TikToks eben auch sehr schnelle Lösungen versprechen. Und die gibt es halt im Bereich gesunde Fitness nicht. Nee, schnelle Lösungen führen meistens nicht zum, sind meistens nicht so gut. Beim Sportmachen geht es auf Social Media für manche nicht um Gesundheit, sondern nur um das Aussehen. Ein kleines Stück weit war es auch eine Zeit für mich. Es war mir egal, ob das, was ich esse, gesund ist. Hauptsache, ich nehme ab. Die Gesundheit wird im Zweifel aufs Spiel gesetzt, um gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Oder zumindest dem, wovon wir denken, dass es gesellschaftlich erwartet wird, weil es uns auf Social Media so vorgelebt wird. Dünn, trotzdem kurvig, durchtrainiert und makellose Haut. Dass das alles so nicht der durchschnittlichen Realität entspricht, wissen wir. Trotzdem wird in vielen Workout-Videos mit genau diesen Schlagworten geworben. Schlank. Or in a small way, stop doing these and start doing these. Okay. Ja, auch dieses Slimmer Inner Fix, ist das Hüfte? Ist das hier die, wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Aber dieses in 14 Tagen, das ist so, es ist so ein Bullshit, Digga. Es ist so ein Bullshit. In 14 Tagen verändert sich dein Körper jetzt nicht so viel. Ein bisschen ja, aber auch nicht so viel. Sexy. Straff. Durchtrainiert. Und ganz wichtig, Fettverbrennung. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Richtig. Vorher, nachher Bilder. Mit solchen Videos wird im Laufe kürzester Zeit eine ganze Marke aufgebaut. Und dabei gibt es auch Versprechen wie in einer Woche zum Sixpack. So in einer Woche zum Sixpack ist die größte Lüge, Alter. Sixpack? Du kannst auch ein Sixpack haben, wenn du ein paar mehr Kilos oder ein bisschen mehr Speck hast, sag ich jetzt mal. Aber die meisten Sixpacks sind einfach nur, du hast einfach wenig Körperfett enthalten, deswegen hast du ein Sixpack. So verlierst du dein Bauchfett im Handumdrehen. Meine Hand hat sich gedreht. Denn ich verliere es in Handumdrehen. Mal abgesehen davon, dass das gar nicht möglich ist. Immer wenn du dich bewegst, wenn du Sport treibst, dann verbrennt der Körper Fett. Aber wo er das macht, das kannst du ihm leider nicht sagen. Ja. Und das entscheidet er auch ganz nach Genetik. Das ist auch bei jeder Person anders. Bei mir ist es sofort, ich habe sofort so Bierbauch. Ich nehme sofort so kurz über der Hüfte, nehme ich direkt zu. Ich habe hier und hier die Seiten, diese Rettungsringe nennt man das, glaube ich. Die sofort, immer, sofort, wenn ich zunehme. Wo der Körper zuerst anfängt, Fett zu verbrennen. Ja. Also Sport hat schon auch optisch einen coolen... Und sofort im Gesicht. Ich werde sofort im Gesicht auch dicker. ...einen Effekt auf den Körper natürlich. Aber ganz alleine Sit-Ups machen keinen Waschbrettbauch. Da gehört dann auch immer die Ernährung dazu oder ganzheitlicher Sport. Und ey, nicht jedes Workout-Video auf Social Media wurde direkt mit einer bösen Absicht gepostet oder möchte wissentlich in irgendeiner Art und Weise Schaden anrichten. Viele Videos können ja auch wirklich helfen. Aber wenn ich auf TikTok ein Video mit 500.000 Likes sehe, das mir sehr einfache und schnelle Lösungen verspricht, kann das Hoffnungen wecken. Vor allem dann, wenn Umfragen ergeben, dass 30% der Jugendlichen mit ihrem Äußeren unzufrieden sind und 18% sich unter Druck gesetzt fühlt, wegen irgendwelcher Schönheitsideale. Übel. Ich muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, actually.
Weil letztes Jahr zum Beispiel hatte ich einen so viel besseren Körper als gerade. Und ich bin gerade so, jetzt will ich auch wieder den Körper vom letzten Jahr haben. Und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, Leute erwarten von mir, dass ich so einen krassen Körper habe. Und ich habe ein paar mehr Kilo gerade drauf. Und dann ist so, Es gibt kaum eine Altersgruppe, die so unsicher ist über den eigenen Körper wie Jugendliche und junge Erwachsene. Das heißt, die gucken ganz besonders hin, wie sehen eigentlich andere aus, wie ernähren die sich, was sagen die mir ist schön, wie komme ich dahin? So, also die sind da einfach total krass beeinflussbar, einfach weil das Selbstbild noch nicht steht, weil die vielleicht noch nicht so selbstsicher sind, weil so ein Beispiel Selbstsicherheit und so weiter, das ist ein Riesenfaktor, wie sehr du dich beeinflussen lässt von dem, was du da siehst. Während es Frauen eher um Schlankheit geht, geht es Männern eher darum, wie viele Muskeln man hat. Dabei haben ja auch die meisten Vorbilder, die sie bei ihren Zielen begleiten und motivieren. Das kann, wie gesagt, sehr helfen. Das Ding ist, früher waren so Vorbilder irgendwelche random Fitness-Andys. Mittlerweile sind die Vorbilder so C-Bum und Urs Kalitschinski, wo ich mir denke, Bruder, das sind die breitesten Menschen auf diesem verdammten Planeten. Und das ist jetzt Vorbild. Und das nimmt man nicht nur als Vorbild so, ja okay, der motiviert mich, sondern da will ich hin. Also Leute sagen so, ich will so breit sein wie C-Bum. Und es ist so, ja Bruder, der ist fucking Mr. Olympia. Doch man muss gut aufpassen, woran man sich eigentlich orientiert. Also zum einen vergleicht man sich dann natürlich die ganze Zeit mit Menschen, die einfach top trainiert sind, die super schlank sind, die sich krass stylen, total schminken, sich mit Filtern belegen, die also wirklich auch sich wahrscheinlich nicht so zeigen, wie sie im Alltag aussehen. Und man vergleicht sich dann natürlich mit unrealistischen Körpervorbildern. Man bekommt ständig das gleiche Schönheitsideal suggeriert. Also es gibt da ja auch dann kaum Unterschiede in dem, wie die Leute aussehen, sodass man sich vielleicht auch sagen kann, ah cool, der Körperbau, der entspricht ungefähr meinem, die suche ich mir jetzt als Inspiration raus. Schaust du dir zum Beispiel motivierende Fotos von deinem Vorbild an mit dem heftigsten Sixpack, das du jemals gesehen hast? Nicht vergessen, viele Fitnessmodels bereiten sich auf so Fotoshootings richtig krass vor. Beispielsweise passen manche schon mehrere Monate vorher ihr Training nur für das Fotoshooting an und reduzieren die Kohlenhydrate super stark. Naja. Oder trinken eine Woche vor dem Shooting erst super viel Wasser, um das dann zu reduzieren, damit der Körper entwässert und beim Shooting definierter ausschaut. Ja, voll. Alter, das ist so ein Weight Cut ist so krank, ne? Die nehmen ja wirklich irgendwie so, mein Auge. Mein Auge war verdreht. Die nehmen ja wirklich so 6 Kilo in so einem Tag ab. Es ist so krank. Ein Reminder dafür, dass die Bilder, mit denen man sich vergleicht, in einem nicht sehr alltäglichen Zustand gemacht wurden und dass man sich nicht damit vergleichen sollte, nachdem man den ganzen Tag gearbeitet hat und normal gegessen. Wenn jetzt auch noch die versprochenen Ziele nicht erreicht werden, kommt es zu Frustration. User geben sich selbst die Schuld daran, dass es nicht geklappt hat. Ohne zu hinterfragen, ob ein flacher Bauch wirklich in 7 Tagen zustande kommt. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich damals als Teenie ein Sixpack in 14 Tagen Workout gemacht habe und nach 14 Tagen kein Sixpack hatte. The Audacity. Dass noch eine entsprechende Ernährung und vor allem Zeit dazugehören, wusste ich damals nicht. Also mein Tipp an alle wäre wirklich, jedes Versprechen, das heißt in kürzester Zeit so viel wie möglich erreichen, das muss man sich einfach sparen, weil das zum einen nicht funktioniert und zum anderen auch richtig ungesund sein kann. Also wenn man von 0 auf 100 jeden Tag irgendwie stundenlang Sport treibt, kann man sich krass verletzen. Der Körper braucht für guten Muskelaufbau auch Regenerationsphasen und die funktioniert es nicht. Unrealistische Versprechen. Das Ding ist, was Leute nicht wissen, der Muskel wird gereizt im Training, aber wächst in der Regeneration. Und wenn ihr in der Regeneration ihn schon wieder reizt, wächst er gar nicht so viel. Deswegen müsst ihr dem, man sagt, je nach Muskelgruppe halt so ungefähr 48 Stunden zumindest geben, dass er regenerieren kann. Also 48 bis 72 Stunden, je nach Muskeltyp halt. Sollte der nicht krank belastet werden. Man kann mal zweimal hintereinander Sport machen, das ist nicht das Schlimmste der Welt so. Aber an sich, man kann auch Split-Training machen, 2er-Split, 3er-Split, ne, das funktioniert ja auch alles. Ihr könnt ja auch jeden Tag Sport machen, das funktioniert. Aber das muss gut durchdacht sein. Oder einfach Clickbait auf Kosten der Unsicherheiten der Zuschauer. Yay. Und vor allem sind manche Übungen nicht ganz ungefährlich. Besonders bei Anfängern. Da kann man schon mal was falsch machen. Falsche Gewichte, falsche Ausführungen. Am Ende kann man damit seinem Körper eher schaden, als wirklich ein Ideal zu erreichen. Ja, vor allem so Deadlifts und sowas. Gerade wenn diese Trainingsvideos... Actually, deswegen mache ich keine Deadlifts. Ich habe immer Angst, dass ich was kaputt mache bei meinem Körper. Weil du kannst so schnell dir deinen Rücken krumm machen, ne? Also
gar keinen Bock drauf. Nur mit Musik laufen. Oder es entwickelt sich in ganz krassen Fällen eine Fitnesssucht. Man überschätzt und überlastet sich, nimmt unkontrolliert Supplements und macht das im Zweifel alles nicht für den Körper, sondern um etwas zu kompensieren. Laut Psychologe Oliver Eberle. Beispielsweise, wenn man früher für seinen Körper gemobbt wurde und jetzt Anerkennung im Sport gewinnt. Weil die Videos auf Social Media eben so kurz sind, ist das Grundproblem von diesen Tutorials, dass in dieser Zeit nicht genügend Informationen vermittelt werden. Und eine hohe Follower- bzw. Like-Zahl suggeriert eine gewisse Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz. Ja. Oder wenn die Person krass aussieht, denkt man sich auch manchmal so, ja, okay, er hat ja Muskeln, der wird schon wissen, von was er redet. Aber kann ja auch sein, dass sein Körper voll kaputt ist, wir das nur gar nicht wissen. Ob berechtigt oder unberechtigt. Und bei all dem dürfen wir den Algorithmus auch nicht außer Acht lassen. Hat der einmal gecheckt, wo deine persönlichen Interessen liegen, kann er dich zwar auch pushen in deiner Motivation und in deinen Zielen oder eben in deinen Unsicherheiten. Als mir ständig Workouts für einen größeren Po und flachen Bauch angezeigt wurden, hat mich das nur noch mehr darin bestätigt, dass sie so, wie sie jetzt sind, nicht gut genug sind. Selbst wenn ich Fortschritte gemacht habe, weil es geht ja immer besser. Oder aber immer mehr und mehr Tipps, um meinen Körperfettanteil zu reduzieren. TikTok weiß manchmal sehr viel über uns und gegebenenfalls auch über unser gestörtes Verhältnis zum Essen oder unser verzerrtes Bild über unseren eigenen Körper. Und genau dann werden einem kritische Inhalte in den Feed gespült. Die Schattenseiten von FitTok können nicht nur körperlich ihre Spuren hinterlassen, sondern auch psychisch. Wenn nicht sogar vor allem psychisch. Naja, ich glaube vor allem psychisch. Dieses ganze, guck, was für einen krassen Body ich habe und du nicht, oder das macht dich kaputt. Ich war es zum Beispiel sehr belastend, wenn ich mit Freunden gegessen habe und nie unbeschwert einfach mitgegessen habe, sondern mein eigenes abgewogenes Essen dabei hatte oder extra schon vorher gegessen habe. Als ich dann Boah, ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Also klar, wenn man jetzt jeden Tag essen geht, würde ich auch gucken, okay, Bruder, ist es auch nicht das Gesündeste so, ne? Weil man wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag Salat essen geht. Aber man isst ja jetzt auch nicht jeden Tag. Und ich denke mir immer, wenn man zu Hause gut isst und gesund und sein Gemüse und Obst am Tag isst und bis auf seine Proteine kommt, dann kannst du dir auch ab und zu mal eine Pizza mit deinen Freunden reinfetzen. Während Essen vor mir hatte, habe ich so mit mir gekämpft, nichts davon zu essen. Vor allem, weil ich von meinem oft nicht richtig satt war. Habe ich nachgegeben, hat das schlechte Gewissen extrem gekickt. Und auch da kannte ich die Tipps aus meinen Fitnessbüchern. Wenn man weiß, dass man abends woanders isst, einfach mittags kalorienarm und proteinreich essen. Mental hat mir das nicht geholfen. Ja. Denn dieses starke Kontrollieren... Es stimmt zwar, aber Bruder, nee. Lian hat große Ängste beim Essen in mir geschürt, die ich bis heute habe. Die mentale Gesundheit leidet. Ich habe das aber auch abgelegt. Also zum Beispiel früher habe ich dann auch wirklich nichts gegessen, wenn ich so mit Freunden unterwegs war. Mittlerweile mache ich das, deswegen habe ich auch ein paar Kilo jetzt mehr drauf. Also letztes Jahr war ich schon sehr gut in Shape, muss man sagen. Aber mittlerweile mache ich das auch, vor allem so, ich gehe halt auch manchmal mit meiner Freundin essen und Bruder, da habe ich jetzt auch keinen Bock, mir irgendwas Kleines nur reinzupfeifen, sondern ich will ordentlich essen gehen und ich will einen schönen Abend haben, weil wir leben ja auch immer noch im Hier und Jetzt und man ist nur im Hier und Jetzt glücklich. Man ist nicht in der Zukunft glücklich, man ist nicht in der Vergangenheit glücklich, man ist im Jetzt glücklich. Und manchmal muss man den Moment genießen. Man muss die Pizza essen, wie sie fällt. Das Selbstbild, aber auch die Wahrnehmung auf andere. Wenn man auf TikTok ständig gezeigt bekommt, was andere essen, wie zum Beispiel... Und auch sowas hier, hundertprozentig hat sie an dem Tag noch nichts gegessen. Hundertprozentig hat sie noch nichts gegessen hier. Das ist so, du siehst es einfach. Das ist so, da ist der Magen ist ja nicht gefüllt. In What I Eat in a Day Videos, dann kann das erstmal harmlos. So, das ist so richtig so. Kommt, was andere essen. Wie so, morgens schon so ein bisschen Beispiel gestretched und alles Mögliche. Und dann so Bauch eingezogen. Ich finde, das sieht man so krass. Das ist natürlich ein krasser Body. Aber wenn du auch nur so ein Brötchen gefressen hast, dann ist der Bauch schon wieder dicker. In What I Eat in a Day Videos, dann kann das erstmal harmlos wirken. Aber sich an Videos zu orientieren, die nur einen kleinen, perfekten Ausschnitt zeigen, kann auch problematisch werden. Vor allem wissen wir nicht, ob wirklich jeder Tag so aussieht. Dazu hat Valeria übrigens in diesem Video schon mal mit einer Medien- und Ernährungspsychologin geredet. Noch nie war unsere Fitness und unser Körperbild mehr Ware als zu Zeiten von Gym Talk, oder? Wann wurde Sport zum Business? Auch wenn man meinen könnte, dass durch die Corona-Pandemie Online-Workouts zum Business geworden sind, weil halt die Nachfrage nach Home-Workouts durch die Schließung der Fitnessstudios größer geworden ist, der Ursprung ist schon viel früher. Zum Fitness-Hype wurden... Freunde, darauf ziehe ich mir ganz kurz mal erstmal einen Riegel rein. Man muss auch den Corny-Riegel essen, wie er fällt. Aerobic-Dance-Videos mit Jackie Sorensen 1978...
So einen richtig schönen Blueberry-Chia-Samen-Riegel. Richtig Bock drauf gerade gehabt. 60. Sie wurde gefragt, ob sie ein Trainingsprogramm für Frauen von Soldaten machen kann. Ihr Mann war selbst Air Force-Offizier. Ihr Programm, teilweise auch extra nur für zu Hause erstellt, also quasi das erste Homeworkout, wurde international bekannt. Schauspielerin Jane Fonda hat 1982 die nächste Hypewelle ausgelöst mit ihren Aerobic-Videos für zu Hause. Sie hat die Zeit mit farbigen Leggings, Schweißbändern und Bodies geprägt und hat sich ein richtiges Fitness-Imperium aufgebaut. Sie war damals die Fitness Queen. Und nicht zu vergessen, Arnold Schwarzenegger steht für Bodybuilding und ist spätestens seit dem Terminator berühmt. Seine Fitnesskarriere hat ihn nach Hollywood gebracht. Klar werden wir hier nicht der gesamten Fitnessindustrie und all ihren wichtigen Gesichtern gerecht. Aber wo es in den 90ern und davor eher darum ging, den Körper zu trainieren, ging es in den 2000ern immer mehr um Körper und Psyche. Stichworte zum Beispiel sind Yoga und Pilates. Und durch Social Media sind solche Fitnessvorbilder wie Jeff Seid, Maddie Morris oder Pamela Reif viel näher an deren Communities. Und es gibt auch viel mehr Einblick in deren Privatleben. Zumindest von dem Leben, was sie online präsentieren. Fitness-Influencer machen heute vor allem Umsatz durch... Ich glaube, Pamela Reif hat richtig Stress in ihrem Leben. Ich glaube, sie hat ein cooles Leben, aber auch ein richtig stressiges Leben. Ich glaube, sie hat ein richtig Businessfrau im Leben, so nach dem Motto, dass sie manchmal so richtig harte Entscheidungen treffen muss, so sehr oft gestresst ist, Finanzen im Auge macht, ich glaube schon. Operationspartner. Ein Fitnessriegel hier, die Trinkflasche da, eine Leggings und noch ein Proteinshake obendrauf. Allein durch Werbung und Empfehlungen sollen schon 65% der Menschen, die Fitness-Influencern folgen, ein Produkt von ihnen oder von deren Werbung gekauft haben. Ich gehöre da übrigens auch zu. Bei mir waren es Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel, die ich deswegen gekauft habe. Ist ja aber auch nichts Schlimmes, weil Supplements und Proteinpulver sind ja an sich auch was Gutes. Man sollte sie halt nur nicht blind kaufen. Deswegen, Freunde, immer nur, ich sage immer, gibt immer nur Empfehlungen, macht, was ihr wollt. Wie geht es eigentlich euch damit? Seht ihr euch in der Aussage auch? Dann schreibt's gerne mal in die Kommentare. All das, was uns auf Social Media und speziell bei Gymtalk vermittelt wird, ist für die einen ein krasser Fitness-Lifehack, für die anderen ein Albtraum, zum Beispiel aufgrund ihrer Essstörung. Dass Sport in erster Linie sehr gesund ist, haben wir in diesem Video ja auch schon betont. Es gibt aber auch seltene Fälle, in denen Sport ein Teil einer Essstörung ist, getarnt als gesundes Hobby. Allein die Darstellung von Schlankheitsidealen auf Social Media kann Essstörungen begünstigen. Laut einer Studie sollen 25% der Personen mit Essstörungen angegeben haben, dass Pamela Reif einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Essstörung hatte. Angegeben haben, dass Pamela Reif einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Essstörung hatte. 25% der Leute mit Essstörungen in Deutschland haben gesagt, dass Pamela Reif einen Einfluss hatte darauf? Bruder, das ist übertrieben viel. Sobald jemand auf Social Media das Vertrauen und eine gewisse Glaubwürdigkeit gewonnen hat, folgen zu oft Communities ihren Überzeugungen und das meist ohne sie groß zu hinterfragen. TikTok stellt nicht sicher, dass Informationen, die auf der Plattform veröffentlicht werden, sachlich korrekt sind. Ist so ein bisschen wie Wikipedia. Somit kann es passieren, dass etwas als gesund geframed wird, was gar nicht gesund ist. Nicht mehr als 1200 Kalorien am Tag essen, normale Nudeln. Esst bitte mehr als 1200 Kalorien am Tag, außer ihr seid ein Kind. Dann vielleicht ja. Aber wenn ihr ein erwachsener Mensch seid, braucht ihr sehr wahrscheinlich mehr als 1200 Kalorien am Tag. Also ich brauche, meine Erhaltungskalorien sind bei 2800, wenn ich Sport mache. Das ist mehr als das Doppelte. Nudeln durch Zucchini-Nudeln ersetzen, also einfach eine Zucchini in dünne Streifen reiben. Statt Reis zerkleinerten Blumenkohlreis essen. Für mich war das Verteufeln von bestimmten kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln und das Ersetzen durch andere Kalorienarten. Das Ding ist halt ab, du nimmst halt ab einfach nur, wenn du halt weniger isst, als du zum Erhalt brauchst. Kaloriendefizit, Punkt. Das ist das Einfachste der Welt. Und natürlich kann man Reis mit Blumenkohlreis ersetzen. So, das ist okay, so, das kann man mal machen, wenn man abnehmen möchte. Aber trotzdem darf man ja noch Reis essen. Die Frage ist ja immer nur, was ist dein Ziel? Wenn du sagst, ey, ich will zunehmen, ich will abnehmen oder ich, ne, dann musst du halt dementsprechend essen. Und das ist auch okay, dann zu sagen, ey, du kannst Blumenkohlreis nehmen, Reis ist aber nichts Schlechtes für dich. Er hat halt nur mehr Kalorien und potenziell dürftest du dann weniger essen davon, weil hat halt mehr Grundkalorien, so, ne? Mit das Schlimmste. Ich habe wirklich versucht, mich zu überzeugen. Aber natürlich kann es auch sehr schnell in so eine Essstörung
auch irgendwie reinreden, wenn man dafür anfällig ist. Ist halt so ein schmaler Grat, weil einerseits will man natürlich den Leuten helfen und sagen, ey, Blumenkohlreis zum Beispiel habe ich auch oft gesnackt. Davon nimmst du halt ab, wenn du das viel isst. Also, was heißt, wenn du es viel isst, aber wenn du es zum Beispiel durch Reis ersetzt. Natürlich, das hat so viel weniger Kalorien als Reis, aber du kannst auch mit Reis abnehmen. Aber ich finde, man darf schon empfehlen oder darf schon Tipps geben, was man machen kann. Das ist schon immer, muss immer noch erlaubt sein. Dass diese Weil zum Beispiel, wie das, was ich am Anfang meinte, dass ich halt einen von diesen Shakes am Tag trinke, das hat mir damals sehr geholfen und jetzt auch wieder. Beziehungsweise damals habe ich die noch selber gemixt, die Isoclears. Und natürlich kann das auch jemand in den falschen Hals bekommen, aber es kann auch helfen. Zucchini gerade so lecker wie Spaghetti ist und mich auch satt macht. Aber das ist leider nie passiert. Am unleckersten fand ich übrigens Sellerie-Pommes, wo man statt Kartoffeln einfach Sellerie mit ein bisschen Öl und Gewürzen in den Ofen. Boah, Tipp, es gibt in manchen Bioläden gibt's Karottenpommes, Karotten-Sesam-Pommes. Die schmecken geil und haben weniger Kalorien. Die schmecken mies geil. Gehaunert. Aber auch nicht zu viel Öl wegen der Kalorien. Also das Ziel muss wirklich sein, langfristig sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen und vor allem für sich selbst die Ernährungsweise und die Sportarten zu finden, die einem gefallen und die man in den Lebensalltag integrieren kann. Also nur das, was im Alltag funktioniert, hält man lange durch und das schafft dann auch wirklich einen langfristigen Erfolg und einen langfristigen Effekt. Das, was die Frau sagt. Deswegen ist es so okay, manche Sachen zu ersetzen, aber verzichtet nicht komplett auf Reis, wenn ihr Reis geil findet. Esst halt mal Blumenkohlreis, ist eine okay Alternative. Aber snackt auch mal Reis, weil wir leben auch nur einmal und man muss sich auch manchmal gönnen. Wie ich gerade schon meinte, man ist nur im Hier und Jetzt glücklich. Man ist nicht morgen glücklich, man war nicht gestern glücklich. Okay, vielleicht war man gestern glücklich, aber ne, das spürst du jetzt nicht mehr. Sondern man ist jetzt glücklich. Liegt dabei auf dem eigenen Alltag. Wie viel Zeit investieren Fitness-Influencer wirklich in ihre Trainings? Machen sie selbst nur die Homeworkouts, die sie auch anderen empfehlen oder mehr? Pamela Reif hat in einem Stern-Interview selbst gesagt, dass sie 4-mal die Woche im Gym mit freien Gewichten jeweils eine Stunde trainiert. Das ist aber vermutlich nicht jedem bewusst, oder? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wie so ein Schein auch trügen kann, erzählt Sophia Thiel hier bei Deep und Deutlich. Sie redet darüber, wie sie durch extremes Training und Diäten für Bodybuilding-Wettkämpfe in eine Essstörung gerutscht ist. Du trainierst dir nur für die Optik. Es interessiert niemanden, wie viel Gewicht du dafür nimmst, aber die Optik muss passen, dass du symmetrisch bist, dass du eben viel Muskelmasse hast, wenig Körperfett. Ich denke, wenn man kein stabiles Essverhalten hat, würde ich eher davon abraten, denn es ist ein Extremzustand und hat nichts mit einer normalen Diät zu tun. Und da hat es mich dann rein katapultiert. Weil mich meine Beziehung zum Essen durch meine Erfahrungen mit Fitness auch immer noch belastet, habe ich Dr. Julia Fischer nach ihrem Rat gefragt, wie man wieder einen intuitiven, gesunden Zugang zum Essen entwickeln kann, wenn man schon vorher so viele Dinge ausprobiert hat. Wenn man immer so explizit auf einen Nährstoff guckt. Ich würde, bevor sie ihre Antwort gibt, ganz kurz einmal selber auf die Frage antworten, wie ich das jetzt in meiner Situation machen würde. Das ganz kurz im Vorfeld, das ist für mich gesprochen. Daraus könnt ihr euch was ziehen. Daraus könnt ihr euch Informationen ziehen, aber übernimmt die nicht einfach blind. Bei mir ist es so, dass ich sage, ich brauche eine Portion Obst am Tag, ich brauche eine Portion Gemüse am Tag, ich gucke, dass ich eine Portion Proteine esse und mittlerweile auch eine Portion Proteine trinke. Und der Rest ist sehr frei. Zum Beispiel jetzt gerade snacke ich mir jetzt auch hier einen Corny Haferriegel rein und trinke Cola. Das ist natürlich nicht gesund. Aber dadurch, dass ich sonst heute gut gegessen habe, also ich habe Salat gegessen, ich habe das mit Like Chicken gegessen, ich habe einen Proteinshake getrunken, ich habe einen halben Apfel gegessen, okay, sonst esse ich einen ganzen, aber heute nur einen halben. Und ne, ich habe gut gegessen, jetzt weiß ich, ey, ich darf mir auch mal sowas gönnen und habe kein schlechtes Gewissen dabei. So mache ich das, dass ich sage, ich muss bestimmte Sachen essen am Tag, weil dann bin ich schon so gefüllt davon, dass ich gar nicht mehr jetzt mir noch eine kranke Pizza reinkloppen kann am Abend. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt nichts mehr essen sollte zum Beispiel, dann habe ich wenigstens auch nicht viel zu wenig gegessen. Versteht ihr so ein bisschen die Logik dahinter? Dass wenn man diese drei Sachen hat, dass dann, diese vier Sachen, Obst, Gemüse, Protein essen, Protein trinken, dass dann die Sachen, alles was dann noch kommt, okay wäre. Oder auch eine Lebensmittelgruppe und die irgendwie verteufelt, dann kriegt man wirklich so eine schlechte Einstellung zum Essen, die es ganz schwer macht, sich dann auch intuitiv gesund zu ernähren. Also was ich in solchen Momenten, glaube ich, raten würde, wäre, dass man... Bekomme ich aber natürlich auch nicht jeden Tag hin, Freunde. Also falls ihr das jetzt nachmachen wolltet, bestimmt 2-mal die Woche fail ich. Safe.
aber ist auch okay. Relativ achtsam mit dem Essen umgeht, also sich dann wirklich überlegt, was ist eine ausgewogene Mahlzeit, wann werde ich eigentlich satt, welche Lebensmittel erwecken welches Gefühl in mir, wonach fühle ich mich angenehm befriedigt, was macht mich vielleicht unangenehm voll, wonach habe ich schnell wieder Hunger, also dass man so ein bisschen betrachtet, was macht Essen eigentlich wirklich mit mir und wann bin ich vielleicht auch wirklich satt und brauche gar nicht mehr. Und genau auf solche Fragen kommt es an, denn sie bringen den Fokus auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zurück. Aus welcher Motivation heraus mache ich Sport und verändere meine Ernährung? Bei mir war es lange nur das Optische. Meine Gesundheit hat dabei für mich eine Nebenrolle gespielt, weil ich, wie so oft, besessen war von der Selbstoptimierung. Und wenn die über dem eigenen Wohlbefinden steht, wird's schwierig. Hier schaue ich mir den Romanticize Your Life Trend auf TikTok. Alter, sehr starkes Video, sehr starkes Video. Dazu noch abschließend einmal, wofür ich vor allem trainiere. Ich trainiere vor allem, um stärker zu werden. Aussehen, klar, auch macht man immer mit. Aber bei mir ist es das toxische Ding von, ich will stärker werden. Ich will besser in meinen Sportarten werden. Ich will besser in Calisthenics werden. Ich will besser im Bouldern werden. Ich will besser im Ninja werden. Und Aussehen auch wichtig. Aber das ist mein großes Ding. Und ich finde es aber auch okay. Ich finde es als Motivation zu nehmen okay. Ich weiß, dass der Nebeneffekt ist, dass ich gesund bin. Oder gesünder bin zumindest durch viel Sport. Ich finde es auch okay zu sagen, ey, ich will einfach stark werden.